Lieber Norbert, es ist mir eine große Ehre und Freude, dich hier in Wien begrüßen zu dürfen. Norbert Enklin ist, ja, du hast eigentlich viele Forschungsfelder, es ist sehr schwer, es auf den Punkt zu bringen. Du bist definitiv als assoziierter Professor in der Klinik für Zahnmedizin in der Universität Bern, in der rekonstruktiven Zahnmedizin, Gerontologie, Schwerpunkt. Und ich freue mich sehr, dass du heute deine Expertise zum Risikofaktor Alter, das uns ja irgendwo so langsam alle einholt, teilen wirst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, hohes Präsidium, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem ganz tollen Kongress. Ja, und ich habe das Thema bekommen, Risikofaktor Alter. Und das schließt sich, denke ich, auch ganz gut an den Vortrag von Professor Wulffert an, denn es ist sehr stark ja auch ein prothetisches Thema, das Altersthema. Interessenkonflikte, wir sind da gebeten worden, dass wir das im Vorfeld darstellen. Prinzipiell sehe ich die auch als gering an im Laufe meines Vortrages, aber ich möchte nicht unterlassen, doch darauf hinzuweisen, dass die Studien, die ich nachher zum Teil präsentieren werde und zum Teil auch noch laufende Studien sind, dass die natürlich nicht ganz allein von der Universität geschultert werden können, sondern dass das häufig auch Kooperationsprojekte sind mit der Industrie, manchmal auch mit staatlichen Institutionen wie der KTI in der Schweiz. Somit haben wir das SIC Invent und 3M Espe als Sponsoren von Studien, die ich mit präsentieren möchte. Generell Risikofaktor Alter ist das Risiko, das Alter ein Risiko für das Implantat einhalten und das ist eine wirklich liebe, nette Patientin von mir, die ist nicht von mir behandelt worden, ist aber, wie es so schön heißt, in meinem Patientenstamm und die ist mittlerweile, als dieses Bild aufgenommen worden ist, 104 Jahre alt gewesen. Sprach nur Französisch, was für mich mal so ein gewisses Handicap ist. Aber ja, ist in den 80er Jahren implantiert worden, damals von Danny Buser als Assistent noch. Und ist lange Zeit sehr erfolgreich damit versorgt worden. Und dementsprechend damals schon mit 80 Jahren implantologisch versorgt worden, jetzt mit 100 Jahren immer noch implantologisch versorgt. Das funktioniert. Und wenn man sich die Literatur dazu anschaut, das ist auch zurzeit die aktuelle Literatur, die man zu dem Thema Alter finden kann. Also es wird nicht sehr stark aufgearbeitet derzeit, weil halt die Ergebnisse auch klar sind. Osteointegration ist da kein Risikofaktor, das Patientenalter. Das funktioniert und ist auch langfristig erfolgreich, beziehungsweise kann langfristig erfolgreich sein. Wenn diese Patientin sich nochmal anschaut, man sieht das auf den nächsten Bildern, ich will vielleicht da gerade die Bilder auch dazu nehmen, das kann lange Zeit erfolgreich sein und dann kann plötzlich auch ein Erfolg zum Misserfolg werden. Und das kann auch noch über 20 Jahren noch der Fall sein. Und dementsprechend, da ist das jetzt nicht das Problem vom Implantat oder vom Alter jetzt vielleicht, sondern von den Umständen. Das, was Professor Wulffert und vorher auch in den anderen Vorträgen auch angekommen ist, wir brauchen eine mehr personalisierte, individualisierte Zahnmedizin. In der Medizin wird das auch diskutiert, sodass wir dann halt sehen, was ist das richtige Vorgehen, das richtige Konzept für den Patienten. Und natürlich, der Patient bleibt nicht stehen. Wir haben auch die Auswirkungen in die Zukunft, und zwar die Betreuung und auch die Pflege in der Zukunft. Also die Frage, was verändert sich übers Älterwerden in Bezug auf die Implantatchirurgie, Prothetik, Implantatplanung und nachher noch in Richtung Maintenance und Konzepte bei Misserfolgen. Das vielleicht schon vorwegzunehmen, Misserfolge auch bei älteren Patienten. Wir sind dann sehr, sehr stark auch in der Kompromisszahnmedizin, die dann gar nicht als negativ bewertet werden soll, sondern eigentlich den Patienten im Zentrum hat und auch das, was für den Patienten dann sinnvoll ist, auch in den letzten Jahren das auch so umzusetzen. Ja, wann beginnt eigentlich Alter? Und das ist halt ein Thema, das ist interessant, weil im Endeffekt ganz, ganz viele prothetische Patienten sind eigentlich dann schon alte Patienten, 50 bis 60 Jahre. Beginnt das jetzt schon nach der WHO, wenn man es sich näher anschaut, es unterteilt sich dann in ältere, alte, sehr alte und dann halt sehr langlebige. Und diese Einteilung rein nach dem Alter, das geht etwas zu kurz. Man muss sich diese Patienten dann auch anschauen in seinem Kontext und das ist vorhin, denke ich, auch sehr schön in den Vorträgen vorher rausgekommen, ist die physische und mentale Gesundheit. Wir haben dann die kognitiven Eigenschaften, soziale Bindungen und alles das zusammengenommen unterteilt die Patienten viel treffender und dementsprechend werden die Therapiekonzepte viel differenzierter, wenn man das mit hinzunimmt. Man kann also auch sagen, fit, gebrechlich, pflegebedürftig, das als Unterteilungsmechanismen für unsere Patienten, die wir haben.
Die Medizin wird immer moderner, wir haben immer mehr Erfolge, auch im Bereich halt der Altersmedizin und der Geriatrie, der Gerodontologie. Und wir haben mehr oder minder jetzt den Effekt einer komprimierten Morbidität. Wir haben weniger behinderte und alte Menschen, aber am Ende des Lebens trifft es dann doch alle. Und die letzten 2 bis 3 Jahren werden für das Gesundheitssystem immer sehr, sehr teuer und auch dann sehr schwierig für die medizinische Betreuung. Jetzt hier diese Daten mal gesehen. Ihr seht hier die Schweiz, ihr seht Österreich und Deutschland in diesem Feld. Und da kommt halt eine gewisse Welle auf uns zu, dass sich unsere Bevölkerung komplett verändert, dass die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert, dass wir viel mehr alte Patienten haben, worauf wir uns auch mit unseren Konzepten und unserem Risikomanagement einstellen müssen. Zudem kommt noch dazu, dass wir uns halt hier, wenn man sich die Daten aus der Schweiz sich anschaut, auch mit sehr vielen rüstigen, älteren Patienten zu tun hat, die alleine leben und gar nicht unbedingt im Kontext leben von einer Betreuungssituation und dementsprechend auch alleine damit zurechtkommen müssen. Funktionseinschränkungen kommen, also es trifft jeden, es ist nur die Frage, wann und wie lange er dann darunter leidet, aber prinzipiell Funktionseinschränkungen sind ein Zeichen und ein Charakteristikum des Lebens. Es trifft dann verschiedene Systeme, ist irreversibel, progressiv und betrifft alles. Einschränkungen habe ich in der Liste aufgeführt. Dazu kommt dann noch in grün dargestellt Medikamente, multiple Medikamente aufgrund von Multimorbidität, die sich auch gegenseitig beeinflussen, die Medikamente. Und dann noch ein sehr schwerer Faktor der Demenz, der auch schwer dann zu kalkulieren ist, fortschreitend ist und nicht mehr reversibel ist. Wir haben also da ein ganz komplexes Bild, wo es schwierig wird, nachher dann Entscheidungsbäume zu fällen. Man muss sehr, sehr individuell drangehen und es bedeutet halt andersrum auch, wir müssen manchmal viel einfacher arbeiten, viel einfacher denken, als man es sonst gewöhnt ist. Hier leichte Beispiele zum Thema, was verändert sich? Sehstörung. Wenn Sie sich das vorstellen, das wäre jetzt Ihr Visus, das könnten Sie sehen beim Katarakt, dann wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig, Mundhygiene selber zu kontrollieren. Und wenn man jetzt diese Daten sich anschaut, 90-Jährige, das ist fast 100%, die dort unter einem Katarakt dann leiden. Also das ist etwas, mit dem wir rechnen müssen, was wir in der Planung mit einbeziehen müssen. Oder auch jetzt hier, die Arthritis. Arthritis, Osteoarthritis betrifft sehr stark die Hände. Und wenn sich die Patientenbeispiele anschauen aus dieser Framingham-Studie, dann können Sie sich natürlich vorstellen, hier ein Interdentalraumbürstchen einzusetzen, das ist eine Challenge, die kaum machbar ist. Dementsprechend, das sind einfache Mundhygienemechanismen, die dann noch alleine machbar sind, vielleicht nachher gar nicht mehr. Nachher muss es auch dann noch machbar sein, in einem Kontext, der auch managebar ist, im betreuten Wohnen, in der Pflegeeinrichtung, dass Fachkräfte das übernehmen. Wir haben also hier eine großes Problem, jetzt die geriatrischen I's, Instabilität, intellektueller Abbau, Inkontinenz, Immobilität, die als Grundfaktor uns am Ende des Lebens begleiten. Zusammengefasst halt für uns, was bedeutet das jetzt auch im Bereich der Implantologie, der Maintenance? Wir haben die eingeschränkte Sehfähigkeit bis zur Blindheit gehend, reduzierte manuelle Geschicklichkeit, die Arthritis, den Finger, der Handgelenke, Demenz. Selbst das, was man beibringt und der Patient noch Ja sagt, heißt noch längst nicht, dass er es nachher auch umsetzen kann, weil es wieder vergisst. Pflegekräfte müssen das schultern können. Es muss also so gebaut sein, die Prothetik. Es muss auch so konstruiert sein, die Nähe der Implantate zueinander, die Position im Mund, dass eine Pflege möglich ist. Dann auch die Frage, ein großes Schlagwort, was in der Berner Klinik auch jetzt häufig verwendet wird, ist der Begriff der Rückbaubarkeit. Und zwar, wie kommen wir halt aus einem komplexen System möglichst einfach für den Patienten auch wieder zurück, wenn man merkt, dass das, was bisher eingesetzt worden ist, nicht machbar ist. Auch, denke ich, ein Punkt, den man bewerten muss in der Thematik, verschraubt, zementiert, Full Arch Reconstructions, wenn man die zementiert, ist es schon schwierig, die wieder herauszubekommen, ohne sie zu zertrennen. Reduzierte Adaptationsfähigkeit bei der Neuherstellung ist in allen bewusst, ältere Patienten eine Totalprothese neu herzustellen. Die ist vielleicht viel besser vom wissenschaftlichen Standpunkt her, der Patient muss aber trotzdem nicht damit zurechtkommen. Und dementsprechend halt bei älteren Patienten Tendenz zur Reparatur, Versuchen des Erhalts, des Gewohnten, das auch vor allem im Hinblick darauf, wenn Demenzerkrankungen vorliegen. Wir befinden uns hier in einem relativ komplexen Thema der Gerodontologie, in der Alterszahnheilkunde und haben eine sehr, sehr starke Interaktion auch mit der Allgemeinmedizin. Und das kann ich natürlich in diesen gegebenen 25 Minuten nur stichwortartig streifen.
Ich möchte ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, womit wir uns jetzt hier beschäftigen müssen. Wir haben natürlich Ernährungsproblematiken, aber halt auch Infektionen. Da jetzt hier ein Beispiel aus dieser japanischen Studie, dass es dort eine Verbindung gab, nachgewiesen, statistisch wissenschaftlich in diesem Patientengut, dass Patienten, die halt die Prothese auch nachts getragen haben, ein erhöhtes Risiko hatten, und zwar ein 2,3-fach erhöhtes Risiko, an einer tödlichen Lungenerkrankung, Lungenentzündung zu sterben. Also hier Prothesenpflege, Prothesenreinigung, aber allein auch die Tragegewohnheit führte dazu zu einem erhöhten oder veränderten Mortalitätsrisiko. Ein Punkt dazu, jetzt hier eine jüngere Studie 2015 rausgekommen, es hat auch ein bisschen was mit Schleimhautabdeckung zu tun. Stärker abdeckende Prothetik führt halt dazu, dass sich dort natürlich auch anaerobe Verhältnisse darstellen. Wir haben jetzt hier Veränderungen der Schleimhaut und manchmal ist es so, dass die festsitzende Prothetik, die man ja als komplizierter ansieht, dann doch auch zu etwas schöneren Weichgewebsverhältnissen führen kann, selbst wenn die Patienten nicht optimal pflegen. Dementsprechend, es ist nicht immer so ganz einfach, schwarz und weiß, sondern muss dann auch differenziert betrachtet werden. Differenziert betrachtet bedeutet, ähnlich alte Patienten können ganz unterschiedlich aussehen, ganz unterschiedlich sich auch hermachen, unterschiedlich im Leben stehen und ganz unterschiedlich auch Ansprüche haben an die Therapie, die sie haben wollen. Es darf also nicht rein chronologisch bewertet werden, sondern der individuelle Anspruch, was auch im vorigen Vortrag dargestellt wurde, ist ganz, ganz wichtig. Ina Nitschke hat das hier zusammengefasst mal. Alter spielt natürlich schon eine Rolle in der Häufigkeit, welche Art von Patienten wir vor uns haben. Ältere Patienten, sehr alte Patienten, langlebige Patienten, bei denen ist keine komplexe Behandlung mehr möglich. Wenn man jetzt hier die 95-plus Altersgruppe anschaut, da war 33% ist gar keine Behandlung mehr möglich. Also da ist irgendwo mal auch ein Punkt erreicht, wo unsere Konzepte enden und wo wir versuchen müssen, einfach den Patienten bis zum Ende zu begleiten. Studie aus Schweden, Frauen und Männer gleichmäßig beobachtet, Lebensqualität, ein wichtiger Punkt, hatten wir es in den vorigen Vorträgen auch schon gehört. Wir versuchen mit unserer Therapie natürlich die Lebensqualität zu steigern und die schlechtere Lebensqualität war dann, wenn weniger Zähne da waren, der trockene Mund, abnehmbare Prothesen, Probleme beim Kauen, aber halt auch Unzufriedenheit mit der Ästhetik. Dementsprechend aus diesem Artikel rausgenommen, wir müssen versuchen, halt diese Degradierung zu vermeiden, also Teilprothesen, Totalprothesen, wenn es sinnvoll ist, zu vermeiden. Jetzt den Zahnersatz, den stabil zu gestalten, also hier implantatchirurgische und implantatprothetische Konzepte gut aufeinander abstimmen, Verbesserung der Kaueffizienz, Wiederherstellung der Ästhetik und es muss insgesamt auch noch belastbar, finanziell belastbar sein. Führt einfach dazu, wenn man jetzt mal grob unterscheidet, nach WHO sind schon alle alternden Menschen ab 50 und da könnten sich manche auch schon bei uns angesprochen fühlen. Es heißt im Endeffekt, junge, alte sind normale Patienten, die kriegen das ganze Spektrum, was wir vorher auch gehört haben. Und dann differenziert sich das natürlich auf, wie sich das weiterentwickelt. Also Chirurgie und Prothetik möchte ich hier gar nicht weiter trennen von anderen Altersgruppen. Wenn man jetzt hier diesen Patienten sich anschaut, das ist natürlich was anderes. Wir haben hier dann andere Herangehensweisen an die Implantologie, sowohl in Richtung Chirurgie als auch in Richtung Prothetik. Den Bereich der Chirurgie möchte ich eigentlich nur streifen. Insgesamt ist natürlich das Zeitfenster begrenzt. Insgesamt bedeutet Chirurgiereduktion natürlich Reduktion der Invasivität im Blick in Richtung von Non-Flap, Flapless Surgery oder halt auch in Hinblick auf Vermeidung von Augmentationen. Insgesamt Osteointegration ist möglich. Weniger Eingriffe, vielleicht auch im Bereich der Sofortbelastung, wenn das möglich ist. Hier ein Beispiel, 75-jähriger Patient, ist ein Patient, der noch mitten im Leben stand, war mit seiner Prothese nicht zufrieden, ist ein Patient, der in der Jugend die Gaumenspalte nicht geschlossen wurde und hier geplant mit dem Noble Guide 4 Implantate und das funktioniert jetzt auch bei ihm schon seit 10 Jahren. Körperlich beberechtigte Patienten, wir hatten ein ähnlich aufgebautes Dia vorhin schon, das aber nochmal zur Erinnerung, dass wir uns hier wirklich vorstellen müssen, dass unsere Prothetik nicht nur jetzt funktionieren muss, sondern auch dann noch langfristig. Reparatur des bestehenden Zahnersatzes über Unterstützungsimplantate ist immer etwas, was dann auch bei den Patienten gegengewertet werden muss.
Hier also ein Punkt in Richtung halt Unterstützungsimplantate, auch Unterstützungsimplantate im Bereich zur Vermeidung von Freiendsituationen, jetzt hier im Unterkiefer und da dargestellt in der Veröffentlichung von 2010 als sehr hilfreich, auch im Hinblick auf die Lebensqualität. Hier das Beispiel ist, wir machen in Bern gerade eine Untersuchung zu diesem Thema. Minoretti hat das auch schon vorher aus Zürich gezeigt, dass sehr kurze Implantate interessant sein können als Unterstützungsimplantate im Unterkiefer, wo halt sonst freie Situationen sehr unkomfortabel sein können für Patienten. Hier oben also ein Unterstützungsimplantat in Form von einem Teleskop und hier unten einfach nur eine Abstützung. Und dementsprechend zurzeit laufende Studie, auch KTI unterstützt in Bern, und zwar extrem atropher Unterkiefer, dort im posterioren Bereich Implantate gesetzt und dann zwei verschiedene Attachment-Systeme kombiniert, alternativ die Kugel oder das, wir haben es getauft, Dome-Attachment, einfach eine Abstützung. Hier ein Beispiel aus dieser Studie, also im anterioren Bereich Teleskope und hier im posterioren Bereich entweder retentiv oder alleine nur abstützend. Hier das Study-Design, ein Crossover-Design. Und was dabei halt rauskommen soll, ist dann, der Patient darf sich entscheiden, nachdem er beides ausprobiert hat, randomisiert, ist er lieber für mehr Retention oder reicht die Abstützung im posterioren Bereich schon aus? Und das ist eine Frage, die natürlich auch aus dem geriatrischen Bereich interessant ist. Wenn wir hinten noch im posterioren Bereich sehr viel Retention haben, wird es natürlich schwieriger, so eine Prothese auch herauszubekommen, später für Hilfspersonal. Und man könnte das wesentlich einfacher gestalten, wenn man hier nur eine Abstützung hat und keine Retention. Ja, so ein Ablauf, Einbau in der Studie immer in bestehende Prothetik. Ja, was kommt dabei raus? Zurzeit ist die Studie läuft noch, sind noch nicht fertig, aber der Zwischenstand, das kann ich Ihnen schon sagen, ist so, wie es so häufig im Leben ist, ist nicht ganz klar. Zurzeit ist es 50-50, 50% finden Retention gut und 50% finden Retention nicht gut. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie der anteriore Bereich versorgt ist. Und die vom rein chirurgischen Standpunkt her gesehen, das sind alles Patienten über 65, die eingeschlossen sind, haben alle Mini-Implantate funktioniert, auch in der Indikation jetzt Unterstützungsimplantate. Und das deckt sich auch mit Daten zum 4 mm Straumann-Implantat, dass dort also kurze Implantate funktionieren können. Also dementsprechend auch einen Ansatz aus der Chirurgie-Augmentation zu vermeiden und dann mit kurzen Implantaten zu arbeiten. Unterstützungsimplantat, um halt in Bereichen, wo halt Schleimhaut sonst Druckstellen gefährdet ist, im posterioren Bereich, das zu vermeiden, hatte ich gerade dargestellt. Das ist jetzt eine andere Art von Unterstützungsimplantat, und zwar im Bereich der Reparaturzahnmedizin. Hier ein Patient, wo der Prämolar, der 1,4 abgebrochen war und nicht mehr erhaltbar war. Hier wurde die bestehende Prothetik beibehalten, indem ein Implantat gesetzt wurde. Sowas kann auch als Sofortimplantat funktionieren, dann Einheilung und danach damit eine Kugel versorgt, der Einbau des Kugel-Attachments, des Ball-Attachments in die bestehende Prothetik. Wir haben das in Bern mal nachuntersucht, ist auch veröffentlicht 2009, und zwar halt die verschiedenen Varianten der Unterstützungsimplantate einmal geplant, um das Unterstützungspolygon zu verbessern, das, was Professor Wohlfahrt gerade auch schon gesagt hatte, Verbesserung und Stabilisierung der Prothetik, aber halt auch der Ansatz, wir reparieren einen bestehenden Zahnersatz, und zusammengenommen kann man sagen, 90-100% Erfolg entspricht ähnlichen Werten aus der Literatur für festsitzenden Zahnersatz. Ich greife hier ganz kurz nochmal in das Thema rein, was gerade auch Professor Wohlfahrt vorbereitet hatte. Zahnloser Kiefer, Standard of Care, die Implantologie. Also ein zahnloser Patient sollte nicht mit Totalprothesen versorgt werden, sollten nach den McGill-Konsensus-Statements schon 2002 und 2009 nochmal wiederholt die zwei Implantatlösungen gesetzt werden. In diesen Statements ist aber nicht beschrieben, welche Art von Attachment aufgenommen werden soll. Sie sehen die Varianten. Das Berner Konzept sieht zurzeit so aus, angepasst an die Situation, was wir für einen Patienten vor uns haben, ob er unter einer Osteoarthritis leidet, der Hände. Dementsprechend geschaut, was machen wir. Auf der einen Seite hier der Steg, gefräster Titansteg, man kriegt dort ein Unterstützungspolygon hin, ähnlich einer Vierimplantatsituation mit Teleskopen, also eine quadranguläre Abstützung.
eine schöne Stabilität, dadurch halt sehr viel Stabilität für die Unterkieferprothese. Wenn man Einzelattachments nimmt, ist die Rotationsachse immer etwas ungünstiger. Wir haben also hier also eher eine etwas weniger lagestabile Prothese. Andersrum natürlich halt einfache Möglichkeiten, die Prothese herauszunehmen oder halt auch Möglichkeiten, wenn man wenig Platz hat, den Platz zu nutzen und dann mit weniger Höhe zu arbeiten, wie hier mit den Einzelattachments. Das ist der CM-Lock, das ist eine Alternative zum Locator, halt nur ohne zentrales Loch. Und das hier vorne, das sind Magnete, um halt dann bei wirklich sehr eingeschränkter manueller Geschicklichkeit, also eine Kombination aus einer Art teleskopierenden Magnet zu nehmen. Wesentlich weniger Retention. Eine Studie aus Genf zu dem Thema. Die Genfer sind auch sehr aktiv, was um die Gruppe um Frauke Müller jetzt zu schauen, wie funktioniert auch Implantologie im Alter. Und was man hier sieht, das ist zwar keine besonders große Stichprobe, aber man sieht ganz klar, auch bei sehr alten Patienten, 85 plus, funktioniert halt die Implantologie. Und sie sehen auch noch in den Fragebögen den Benefit für sich. Also es ist eine Therapie, die sehr positiv aufgenommen wird. Eine Alternative zu der Standardimplantologie kann natürlich halt auch jetzt sein, mit diesen veränderten Geometrien zu arbeiten. Wir hatten gerade schon die kurzen Implantate gehabt als Option. Die durchmesserreduzierten Implantate sind eine andere Option, wo uns allen klar ist, dass mechanisch gesehen die Durchmesserreduktion schwieriger zu verkraften ist als die Längenreduktion. Aber jetzt hier die Kategorie 1 Implantate. Von Klein ist das im Review mal so dargestellt worden oder jetzt im ITI-Konsensus-Statement, dass wir hier mit den ganz dünnen Implantaten arbeiten, ist ein spannendes Thema, wenn es funktioniert. Und dementsprechend hatten wir dazu auch eine Studie lanciert vor ein paar Jahren. Das ist jetzt eine Patientin da draus aus dieser Studie. Ist, zum Beginn der Studie war sie 82. Es ist nach fünf Jahren dementsprechend 87 Jahre und wir haben hier eine Möglichkeit mit sehr dünnen Implantaten, 1,8 mm im Durchmesser. Also das Implantat ist genauso groß wie das Kugelattachment obendrauf, also in eine bestehende Prothetik, in eine implantatunterstützte Prothetik zu verwandeln. Was man hier an dieser Schemazeichnung von Herrn Wagner ganz schön sehen kann, ist diese Animation, dass wir hier eine reine Retention haben und keine Abstützung haben auf diesen Implantaten und dementsprechend natürlich weiterhin einen tegumental gelagerten Zahnersatz, also sprich eine wie als Totalprothese aufliegend, auf der Schleimhaut aufliegende Prothese haben, aber das Verrutschen verhindern durch die Implantate. Hier ist der Stand der Wissenschaft, dass man nicht auf zwei Implantate gehen sollte, sondern eher bei mehr, sprich vier Implantaten sein sollte. Aus dieser Studie hier ein Artikel, den wir gerade eingereicht haben, ins Review-Verfahren, und zwar halt, wie entwickelt sich bei diesen Patienten die Kaueffizienz und auch die Beißkraft, und auch bei diesen älteren Patienten ist klar die Tendenz zu sehen, sie profitieren physisch von der Implantologie, die Prothesen waren weiterhin die gleichen, sind halt nur jetzt stabiler durch den Einsatz der Implantate im Unterkiefer, und die Beißkraft hat über die Zeit, über die einjährige Nachversorgung sich verdoppelt. Zusammenfassend möchte ich dann formulieren, das Alter an sich, das Patientenalter an sich, ist kein Risiko für die Implantattherapie. Auch sehr alte Patienten, Patientinnen profitieren vom Einsatz von Implantaten. Das Alter darf man aber nicht als Wert an sich sehen, sondern muss halt dann differenziert betrachtet werden. Die individuelle Zahnmedizin steht da im Vordergrund. Fitte, alte Patienten sind nicht zu unterscheiden von den 30-, 40-jährigen Patienten. Wir brauchen aber differenzierte Konzepte für die geriatrischen Patienten, gebrechlichen, allgemeinmedizinisch kompromittierte Patienten. Und hier sollte man auch den Weg der Therapiefindung nicht alleine nur im zahnärztlichen Kontext sehen, sondern auch in der Kombination mit den Allgemeinmedizinern, mit den Geriatern, mit den betreuenden Fachärzten, wenn hier Tumorerkrankungen etc. vorliegen. Sie wissen alle, dass diese Patienten im Laufe ihres Lebens auch schon verschiedene Erkrankungen oder verschiedene Risiken erfahren haben. Anpassung der Konzepte. Knochenaugmentation vermeiden, Risikoreduktion versuchen, also nicht zu viel zu wollen, Reparaturprothetik, Unterstützungsimplantate, Schleimhautabdeckung
versuchen zu reduzieren. Wenn eine Prothese im Mund bleibt, nicht gepflegt wird, ist das Risiko halt einer Kandidalbegrenzinfektion erhöht, aber natürlich halt auch, wie gezeigt, das Risiko von einer Lungenentzündung, einer tödlich verlaufenden Lungenentzündung. Rückbaubarkeit, Hygienefähigkeit durch das Personal. Wir müssen das eigentlich im Endeffekt auch alles wieder rausholen können, um den Patienten dort keine Bakterienschleuder im Mund zumuten zu müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.